Apfellüflüger. Und das ist eine hübsche Pflanze. Sehr geil. Ja, mach mal eigentlich. Die haben zweimal dasselbe Wort unterschiedlich falsch geschrieben. Ihr ist das so egal. Die freuen sich einfach nur, dass sie hübsch ist. So wie jeden Morgen macht sich Alfred auf den Weg zum Apfelpflücken. Da er einer der besten Apfelpflücker in Sierra Village ist, wo er mit seinen beiden Eltern und seiner Schwester wohnt. Mit so einem Intro kann es ja nur gut werden. Ja? Also es regnet uns mal direkt. Spannung, was? Ich sag, es regnet direkt. Im Prolog. Ja, es verspricht Spannung. Was ich sagen muss, und das haben wir ja schon bemerkt, diese Intro-Sequenz ist sehr schön gemacht. Finde ich auch gut. Das muss ich dir halt schon lassen. Ne? Ja. Also da ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, so, hä, okay, nee, das passt alles überhaupt nicht. Das ist doch ganz schön im Setting recht stimmig zusammengepackt. Ja, aber jetzt kommen wir, das Ding ist halt, was mich hier in dieser Intro einfach schon mal ein wenig stört, ist einfach, dass wir jetzt mit Fachbegriffen konfrontiert werden, ja? Der Kazuro-Tempel zum Beispiel. Ja, was ist ein Kazuro-Tempel? Ja, und wir müssen auf jeden Fall noch die Vorbereitungen treffen. Also ich habe immer, wenn ich meine Vorbereitungen treffe... Es wäre fatal! Wir machen jetzt hier auch ab jetzt einfach oben so einen Rechtschreibfehler-Counter rein. Und dann pinkt's immer. Hoffe ich. Ist dir mal der Gesichtsausdruck von dem Herrn da jetzt links aufgefallen? Der ganz links? Ich glaube, der ist ein wenig zu zufrieden mit der Information, die er gerade lernt. Ne, weißt Quatsch. Du? Oh, ja. Yeah. Gibt es sonst noch Neuigkeiten? Das ist auch geil, ne? Aber wir haben einen Verräter hier rein. Ja, und sonst noch irgendwelche Neuigkeiten? Was haben sie heute zum Mittag gegessen? Und das ist auch ganz wichtig hier. Wir, ihr befiehlt, siehe. Hexon. Aber alle sollen danach suchen. Und der geht halt nicht raus. Er ist nicht so ein Plepp, der teleportiert. Ja, also gutes Intro kann man jetzt nichts gegen sagen. Sehr liebevoll gemacht. Ein bisschen Exposition halt, ne? Ja. Aber jetzt lernen wir halt unseren... Dies ist das Tagebuch von... Auch schön gelöst. Ja, das ist ganz nett gemacht. Und ich muss sagen, das Gute ist, das Spiel ist Controller-kompatibel. Also ich spiele es jetzt gerade mit einem Controller. Und hier weiß ich jetzt, dass man mit einer Taste den Namen löschen kann. Ich habe die Taste auf der Tastatur allerdings noch nicht gefunden, weil es halt auch mit keiner Steuerung kommt oder kein Feature. Ist das dieselbe Taste, womit man auch rennt? Nee. Oh. Oh, du kannst die Audiospuren überlagern. Warte. Komm her. Komm her, du Blöder. Ah. Option. Wir haben eins Option. Was ist das für eins Option von Anpassungshaftigkeit? So, du siehst, jetzt wir haben hier einen Knüppel, ja? Ein kleiner Baum. Ich könnte ihn mit meinem Schwert in zwei schlagen. Genau, weil du ja ein Schwert hast, haben wir ja gerade gesehen, ne? Wenn du den Typen anschnackst, kannst du dir etwas Neues anziehen. Probier's aus. Ganzes Teamskin? Ja. Welches Skin willst du ansehen? Badehosen und mehr. Ja, Badehosen sieht doch. Ja, hier siehst du. Schicker Dude. Guck mal, wie er die Arme hebt. Jawohl! Er macht sich richtig breit, der Kollege. Ja, Schultern von hier bis nach Mexiko, du. Also, Apfelpflücker, ey, das ist ein Beruf, der den Körper steht. Alter, aber da auch für Rückenmuskulatur hat, Freunde. So. Das Inn ist hier. Genau. Muss ich irgendwie was speichern? Nee, noch nicht. Das kommt noch. Also du könntest jetzt da ins Bett gehen, aber geh mal die Treppe da oben hoch, ne? Das ist der Satz beim ersten Mal. Keine... Bekannt aus der persönlichen Erfahrung. Ich finde auch, die junge Dame sieht ein wenig zu glücklich aus mit der Entscheidung, die Nacht hier zu verbringen. Ja, und vor allem, dass der Typ einfach so in Badehose da hochkommt. Und es sieht. Also, mal abgesehen davon. In der Truhe sind 60 Gold. Machen wir mal die Truhe auf. Slash G. Oh, 60 Slash Gold. Slash G. Das sag ich auch immer, wenn ich was finde. Slash G. Oh. Was ist auch mal so an der Kasse? Ah, sie brauchen also Slash 15 Euro. So ein, genau. Ja, genau. Was das ist der Österreicher. Ich weiß nicht, ob die Macher Österreicher waren. Da sind mir ein Spinnenweben zu viel. Was auch immer. Das Ding ist halt auch einfach.
super cool eigentlich. Aber da kann man nichts machen, weißt du? Ja, das ist. Ja, hier müsste so ein kleines Feature. Irgendwas Dummes, irgendwas ganz Kleines, dass man. Vielleicht ja, so ein genau. Kleidungsstück oder sowas, dass man belohnt wird, dass man so einen Kram hier findet. Kann ja so ein bisschen was Dekoratives sein, aber. Jetzt ist halt die Frage, wieso bin ich hier? Und wieso bin ich hier in dieser Kiste, aber nicht in den anderen Kisten? Ich glaube die... Was machst du denn, Schnickskopf? Die hat zwischendurch genießt, das ist in Ordnung. Schnickskopf. Point. Ja, stimmt, der Monokel wird halt so von so einer alten Warze da gehalten. Ja, tatsächlich. Oh. Ja, das ist halt das Kaufmenü. Das ist halt ziemlich Standard, muss man sagen. Ich glaube, sind das die Preise oder sind das die Mengen? Das sind die Preise tatsächlich. Also Fisch ist gratis. Cool. Fisch. Habe ich ihr jetzt gerade 99 mal Fisch abgenommen umsonst? Magst du dich vielleicht fragen, was dahinter ist? Einfach mal unter die Kirche duschen. Hier in die Katakomben rein, da unten in den... wie heißt denn so ein Ding? In die Treppe runter. In Treppe. Genau. Treppe heißen die Dinger. Treppe. Oh, was ist denn los? Ja, das Ding ist halt, hier ist halt der erste Softlock auch. Ein paar Sprite-Fehler hast du da sowieso. Und du müsstest jetzt einfach mal den Jungen da unten an. Schnack mal den Jungen da unten an, den, der da an der Kugel steht. Dann schnacken wir den doch einfach mal an. Was kannst du denn? Oh, hallo, Slash N, Klammer auf, 1, Klammer zu. Wie geht es dir? Da haben die wohl vergessen, den Namen richtig einzufügen. Ja, könntest du ihm bitte den Anhänger hochholen? Ich hole ihm natürlich einen runter. Hoch. Ja. So, jetzt müsstest du auf diese Klippe stehen und wie so ein Clip-Diver einfach mal runterspringen. Genau, so. Du siehst dich jetzt konfrontiert mit einem Raum mit 3 Schaltern, ja? Und jeder dieser Schalter tut was anderes. Du kannst ja einfach miteinander drücken. Ja, dann nehme ich doch einfach mal den in der Mitte zuerst. So, da ist Holz gekommen. Genau, also eine Fresskiste. Mächtiger Gegner, du kannst ja mal angreifen, nur hier, du. 5 HP, krass. Hier Skill. Oh, stimmt, 5 HP, das habe ich gar nicht gesehen. Aber der weicht gut aus. What the fuck? Ja, das. Einfach weitermachen? What? So, ich empfehle kurz die anderen Schalter einmal zu drücken. Einfach nur so, genau, kommt. So, damit kommt kann ich her. Wahrscheinlich wieder hoch. Ja, eben nicht. Ein Rockfall? Ja, gut. Jetzt besorg dir doch mal. Ich kann die Treppe ja nicht hoch, das ist ja doof. Ja, genau, aber jetzt, vielleicht mach nochmal den Schalter. What could happen here? Den mittleren. Hä? Und halt nehme ich nochmal die Truhe. Kann ich die nochmal ansprechen, weil die ist auch nochmal wieder die Kiste runtergesprungen. Kann ich auch nochmal ansprechen. Genau. Die weicht immer aus, oder? Ja, die ist halt ein viel höheres Level als du. Jetzt springt sie wieder runter. Kann ich da hinterher? Und jetzt drücken nochmal den Schalter. Ich kann den Schalter halt nochmal drücken. Mach ihn nochmal. What the fuck? Adler! Oh, okay, alles klar. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Jawohl. Haben wir uns ich finde aber, die Sierra Village an und für sich ist hübsch gemacht so. Ja, man möchte auch ein bisschen rumgucken. Das ist eine Art Deko. Was soll ich bauen? Bau ein Kristall. Ah. Sehr schön. Ich glaube, ich habe den Dreck gerade sehr viel wertvoller gemacht. Einmal alles. Soße rot-weiß. Und, hat die Vogelscheuche ein Kleid an? Ja. Abgeschlossen. Ah, gut. Der Bürgermeister badet. Das ist jetzt erstmal noch insignifikant, aber, für den späteren Spielverlauf sehr wichtig. Oh, das ist aber eine... Nee, das nicht. Ja? Oh, ach, Quatsch, guck mal. Ach, was? Eine Bewegungsanleitung. Gut, dass man die kriegt, nachdem man sich schon so oft bewegt hat. Die stehen da halt nur drin, so, Punkt. Und das ist eine hübsche Pflanze. Das ist so geil. Ja, mach mal eigentlich. Die haben zweimal dasselbe Wort unterschiedlich falsch geschrieben. Eigentlich schon. Eigentlich. Heinrich Heinemann, Apfelpflücker der ersten Generation. Was steht da unten? Der letzte Apfel fiel nicht. Der fiel nicht weit vom Stamm. Ja, viel. Das ist auch nicht viel vom Stamm. Oh Gottes Willen! Ach ja, der.
Ja, hier sind Leute, die von Monstern getötet wurden. Herzliches Beileid. Herzliches Beileid. Herzliches Beileid. Ist so geil. Danke. Also, ja. Madame. Also. Ist das die gute, die sich im Hotel auf uns gefreut hatte? Das weiß ich nicht. Das könnte durchaus sein. Ja, ein kleines Lazarett. Wie Sie gesagt, das ganze Spiel ist irgendwie sehr, sehr hübsch und detailliert gebastelt, aber also von Schludrigkeit durchzogen. Ja, genau. Also es sind immer so diese kleinen Sachen, die einen so aus dieser Atmosphäre rausreißen. Hier haben wir auch wieder diesen Fehler, dass wenn man in die von der Kirche rein und rausgeht, dass es halt einmal kurz anfängt zu regnen. Ah ja, perfekt. Und wenn man Glück hat, dann wenn man Pech hat, dann bleibt der Regensound halt die gesamte Zeit da. Ich weiß auch nicht, was es genau triggert, aber ab und zu ist es halt der Fall. Und hier müsste man eigentlich hin zu dem Kollegen. Aber das weiß man auch. Das weiß man allerdings wirklich erst, wenn man wenn man jeden anderen NPC im Dorf angeschnackt hat. Genau, wirklich jeden anderen. So, dann legen wir jetzt mal unsere Aufgabe gewissenhaft. Und das finde ich ein sehr schönes Prinzip. Die Äpfel wachsen nämlich nach. Das ist ein schönes Feature. Da sieht man dann vielleicht gleich so, wann, wenn wir ein bisschen weitergemacht haben. Aber die wachsen von Zeit zu Zeit. Da unten links ist schon wieder da. Oh, das ist schön. Ihr Fragezeichen, Hilfe. Was ist denn da los? Muss ihr helfen? Ja, so ist wunderbar. Das. So. Wunderbar. Natürlich haben wir hier Zeugen. Dir ist das so egal, sehr, was da passiert sehr, ist. Sehr, sehr involvierte Zeugen. Ihr ist das so egal. Die freuen sich einfach nur, dass sie hübsch ist. Hier, finde ich, verliert das Spiel schon ein klein bisschen roten Faden, weil man kann die Äpfelquest nicht abgeben. So, das, jetzt zum See vielleicht. Da ist eine schöne Mechanik, finde ich. Das ist ganz nett gemacht, ne? Also, wie gesagt, hier wird man wieder belohnt, so fürs bisschen rumgucken und ein bisschen erkunden. Bisschen probieren auch, ein bisschen versteckter unter den Bäumen. Ja, ist schön. Und womit wird man belohnt? Mit einem Sommerkleid und einer Schleife. Und auf der anderen Seite wiederum, finde ich auch wieder sehr schön gemacht, mit diesem Wurzelspiel. Man klettert da drüber. Toll. Sowas macht Spaß, finde ich. Ekligen Schleime, so haben mich die Frauen damals auch genannt. Das ist halt auch sehr schade, ne? Also das ist eine verpasste Chance tatsächlich, ne? Es liegt ja einfach dieses Schwert rum und man kann nichts damit machen. Ich frage mich allerdings auch, warum sie Äpfel pflücken, wenn das Dorf eine Mine hat mit derartig großen Kristallen. Ja, stimmt allerdings. Die sind ja größer, doppelt so groß wie er. Das sind seine Freunde, das ist auch geil. So, Sakera, erster größerer Bossfight, Aber der Sprite sieht halt mal so gar nicht aus wie die Textbox. Der Fluch eines Monsters. Natürlich sind wir verflucht. Und 1 Euro in die Klischeekasse. Und direkt 9.999 Schaden, weil du den Fluch hast. Hast du es früher nicht so gemacht? Immer. Ich bin hingegangen, erst mit dem Messer im Rücken und dann mit der Angel auf dem Kopf. Was ist mit unserem Apfelpflücker? Das klingt auch so, als ob wir nur diesen einen haben, ne? Der Apfelpflücker. Es gibt den Apfelpflücker und den Wasserholer. So, und zack, fröhlich. Ich finde aber auch schön, dass unsere Deko immer noch da ist. Apfellüflüker? Apfellüflüker? Ja. Es ist immer noch abgeschlossen. Und eine singende Stimme. Und immer noch eine singende Stimme. Hat der Bürgermeister eine Affäre? Ja, schon wieder da. Wir sind ja schon wieder da. In der Zwischenzeit wurden wir halt mehrfach verprügelt. Wir haben eine Frau ermordet. Give it to me straight. Ja, wir sind nicht deine Eltern. Sehr guter Gesprächseinstieg. Ich meine, der Junge hat sich auch nie gefragt, wie man mit zwei braunhaarigen Eltern grüne Haare haben kann. Davon mal ab. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt eigentlich. Das ist auch schön. Ich hab was mitgebracht. Hier, ein Kind. Genau, auch das, die Schwester steht da halt auch seit Äonen und sucht sich was zum Anziehen. Ja. Die steht da immer noch unten rechts. Aber diese kleine Sequenz ist halt schon ganz süß. Oh, guck mal, die springen durch Luft. Oben und ja, unten. Ja, da war das halt noch nicht ganz aufgebaut da, ne? Da war gerade Seilknappheit oder so. Seilknappheit. Adaptiert. Oh! Ich bin gerade über den Kollegen rübergesprungen. Das ist auch geil, wie er da so kurz wieder mit der Badekappe stand und so. Ja. Nach kochend Flut. Info, die Flöte ruft man als Item auf. Beätnet tut man die Flöte mit Y. Y ist auf der Tanzte zugeordnet, Konfi öffnen mit F1. So, wir wollen nach Kurenflut und das ist der beste Zug der Welt. Erstmal den guten Waggon wieder auf die Schienen bringen.
Brücke, wer braucht das? Direkt die Klippe runter. Steil den Berg runter und einfach über Wasser schweben und einfach wieder eine scharfe Linkskurve. Und man parkt auch direkt im anderen Pferd. Über dem Pferd. So, aber leider ist das Ende der ersten Demo schon, ja? Die Story geht noch geschätzt eine halbe Stunde weiter. Das Ganze wird nicht mehr funktionieren, weil das Ganze, ich glaube, von 2012 ist und ich meine auch dementsprechend nicht mehr weiterverfolgt wurde. Jetzt komme ich auch nicht mehr drauf. Man musste die Dame ansprechen. Der Thermalbereich ist wunderbar und man kommt hier nicht mehr. Da ist eine recht festliche Atmosphäre, das ist voll schön. Und geradeaus und. So, jetzt bist du da oben. Hä? Sehr guter Warp.